Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Enderal. Ziemlich still hier heute, denn es wird eine ziemlich harte Folge. Passt irgendwie nicht zusammen. Denn wir sind immer uns noch hier in der Nebelhainfeste. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie es heißt. Ist eine Aufnahmesession. Wir haben immer noch jede Menge scheiß schwere Gegner hier vor uns. Wir den etwa schon besiegt. Ich weiß es gar nicht mehr, wen wir am Ende hier als besiegt haben von den Gegnern. Einer alleine ist kein Problem. Toll. Dies war mein Handy. Das schalte ich erstmal auf stumm. Damit sowas nicht nochmal passiert. Hundenstiefel. Ist egal, dass wir gar nicht mehr so viel Platz haben. Rechts kommt auch noch einer. Oder auch nicht. Das wird eine ziemlich finstere Angelegenheit heute. Frage ist, wo gehen wir am besten lang? Laut Richtungspfeil müssen wir da lang, da können wir uns erstmal hier umschauen. Scheint nur der zu sein. Der deckt mich natürlich sofort. Na komm her. Okay. Das ist auf jeden Fall noch einer. Den kannst du mit Leben entdecken, anscheinend gar nicht kriegen, den Typ. Ist natürlich ärgerlich. Es ist dunkel hier. Ich sollte vielleicht erstmal warten, bis mein Mana wieder voll ist. Das ist natürlich für euch nicht so spannend. Elementarismus sind wir schon bei 35. Gar nicht mal so schlecht. Was? Elementarist, Gaunerin. Warum? Was habe ich denn gemacht?
Oh, super. Super, Mann. Jerry. Ich habe mir gedacht, vielleicht, das kannst du mal probieren, mit dem Bogen einfach mal drauf zu hauen. Ich glaube, hier unten dürfte jetzt ja keiner mehr sein, oder? Ich hoffe es jetzt zumindest einfach mal. Sieht auf jeden Fall nicht so aus. Bücher. Kennen wir schon. Da sind wohl keine Bücher. Ach so. Heiligoden. Aha. Coole Flammen auf jeden Fall. Schicker Ofen. Krupp wollte ich jetzt nicht mitnehmen. Diese alte Kristallmünze, das ist auch so ein Ding. Ich habe keine Ahnung, ob wir sie jemals brauchen werden. Nägel, Schaufel. Vielleicht die Kappen, Staubflasche. Ich habe keine Ahnung. So Dinge, die wahrscheinlich niemals brauchen werden. Oh, schönes Bild. Oh, was haben wir hier? Selnas Marsch. Das ist der Gegenstand. Das nehme ich mit auf jeden Fall. Es macht mich aber langsam. 73, was ist, wenn ich den Ring trage, den Ring, der erhöht 30 Punkte. Das wird nicht reichen. Das wird nicht reichen. Da muss ich jetzt ein paar Sachen weghauen. Stahlschwert. Ich weiß nicht, warum ich ein Stahlschwert mitgenommen habe, aber okay. Moment mal, 370 reicht doch völlig aus. Ich kann ja. Ich war gerade verwirrt, tut mir leid. Sorry. Die Orden, den haben wir schon gefunden für uns. Müssen wir uns nochmal angucken. Auf die den Heiligen Orden haben. Das Buch haben wir sogar zweimal. Drückt auf Pause, wenn es euch interessiert. Oh Mann, diese Bücher sind einfach viel zu lang. Was habt ihr euch da ausgedacht, liebe Entwickler? Ich glaube, wenn ich mir... Selbst so brauchen wir eine ganze Folge lang, wenn wir alle Bücher durchgucken wollen.
Kann ich sogar eins weghauen. So unfassbar ist das. Unfassbar. Okay, mehr gibt's jetzt hier nicht. Ein Großschwert. Nee. Okay, Musik meldet sich wieder zurück. Ah, Nebelwachtlabor. Und dafür brauchen wir den Schlüssel, den wir bei ihm vor ein paar Folgen im Haus gefunden haben. Oh je. Ich will gar nicht wissen, was da noch auf uns lauert. Viel Mana-Tränke habe ich leider nicht mehr. Von wo kommen die? Ich treffe auch noch nicht. Nicht mal. Fuck. Oh, ich habe mal zwischen gespeichert. Der eine hat mich noch gekriegt. Na, ah, wie ich nicht treffe. Ich Noob. Wie ich nicht treffe. Fuck, fuck. Oh, hätte ich mir anscheinend sparen können. Sein Ektoplasma ist auf dem Tisch gelandet, ist auch schön. Vier Rüstung hatten das. 24. Wir hatten meine Rüstung eigentlich. 29. Mehr. Oh, falsches Menü. Mana regeneriert 40 Punkte schneller für 85 Sekunden auszugehen. Das ist natürlich auch gut. Ich könnte mal dieses ganze Getränke nehmen. Muskelfall. Halt euch 3-4 Sekunden aus. Ja, super. Ungenießbares Bier. Warum habe ich denn sowas dabei? Das macht's ja alles nur schlechter. Ver
verdorbene Käse. Warum habe ich so ein Zeug dabei? Ein Herz kann ich aber nicht mitnehmen, so wie es aussieht. Warum kann ich das nicht mitnehmen? Na, ich lasse es lieber. Bevor mich hier noch jemand angreift. Die haben auch hier ein interessantes Lager. Kartoffelsuppe, das kann ich das nächste Mal nehmen, wenn ich wirklich ganz down bin. Jetzt lohnt sich das nicht mehr. Ein Sack. Scheiße. Kopf wollte ich allerdings nicht haben. Okay, ich bin wieder voll. Doch lustig, wenn man die Fähigkeit benutzt, sieht man mehr. Das ist nochmal ein großer Raum. Wo aber, so wie es aussieht, niemand drin ist. Das wundert mich. Forschungsberichte. Die bis dato auf Enderal unbekannte Pilzart vermehrt sich in den Kübeln des Labors der Festung Nebelwacht hießen, so heißt der Ort, wo wir sind. Erstaunlich rasant, der Händler, der hatte schon Bedenken, ob die Spuren die lange Lagerzeit überhaupt überstanden haben. Da wohl auch der günstige Preis. Nun habe ich eine erste Kolonie in einer von Felsen geschützten Ecke im umliegenden Wald angepflanzt. Ach du Scheiße, wie viel kommt denn da noch? Nee, das sehe ich mir jetzt auch nicht alles durch. Das ist, ja, für den Typen ist es bestimmt ganz interessant. Nur für uns. Frage ist, wie weit können wir denn da jetzt noch lang gehen? Pilzprobe. Wir nehmen mal eine. Ach ja, die Pilzprobe müssen wir sogar mitnehmen. Haben wir die Proben, wir haben die Aufzeichnung. Fragt sich nur, wo wir hinkommen, wenn wir da rausgehen. Ich weiß gar nicht, ob ich hier noch weiter rumspazieren will. Oder ob ich mir einfach eine Rolle bis nach von Ark nehme. Fuck. Ach du Scheiße. Du
Lustig ist, der Typ kriegt davon gar nichts mit. Wo ist denn die Leiche hin? Ach, da. So ganz schön was wert, das Ding, aber ich kann es nicht mitnehmen, oder? Gerade so. Mathe ist heute nicht so meine Stärke. Überlebt es auch noch. Joey. Kommen wir denn hier hin? Vielleicht kommen wir da irgendwie dann so lang, keine Ahnung. Ich würde auf jeden Fall sagen, in der nächsten Folge begeben wir uns dann zurück nach Ark, um diesen Auftrag abzugeben, den wir ja schon seit Ewigkeiten aufgetragen bekommen haben. Und dann, denke ich mal, können wir auch uns mal wieder auf eine neue Hauptmission begeben. Ja, ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen, angenehmen Tag. Und ich hoffe, ihr schaltet auch bei der nächsten Folge von Let's Play Enderal mit rein. Bis dahin, ciao.